So, das war ziemlich ausgiebig. Wir haben ausgiebig gelootet. Das war erst das erste Haus. Oh, meine Scheibe ist ganz schmutzig. Hat der Joel Brillen auf oder Kontaktlinsen? Warum sieht er dann alles so, so staubig? Oh! Zombiehunde? Oder normale Hunde? Was steht da? Ich habe eine Waffe. Eine UL. Achso, nein. You loot, I shoot. Aha. Ich dachte, er schreibt eine Uzi 9mm. Aber er hatte keine Uzi. Er hatte höchstens ein Gspusi mit der Nachbarsfrau. Ich bin bewaffnet. Alle sind hier bewaffnet gewesen, hat ihnen aber nichts geholfen. Hier wohnten wohl nette Leute. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Ach so, das galt nicht den Zombies. Paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Nein. Ich hab schlechtes Gedächtnis. Nee, ich weiß kaum noch, was gestern war. Siehst du? Wo ist dieser blöde Hund? Ich will ihn erschießen. Da oben, komm runter. Fass! Er hat einer im wahrsten Sinne des Wortes eingebrochen. Der Cordyceps, wer? Achso, der Virus. Bin voll schon wieder. Barbecue. Meine Eltern gaben gern große Grillpartys. Da war mächtig was los. Ich erinnere mich noch gut an den Geruch. Ja, versenktes Fleisch. Mm. Angebrannte Würste. Herrlich, oder? So? Sollen wir auch einbrechen? Mit einer Nagelbombe. Da ist nichts mehr. Hier kann man leicht was übersehen, sage ich dir, leicht. Das war der Keller, wo wir schon drin waren. Oder? Da oben waren wir ja dann auch, mehr oder weniger. Wahrscheinlich hängt irgendwo ein Firefly-Anhänger. Ich habe ihn übersehen. Naja, gut. Ich habe schon so viel übersehen. Hörst du? Hunde. Ist die Frage, sind sie infiziert oder nicht? Oh, Hunde. Halt dich lieber von ihnen fern. Nein, nicht oh nicht Hunde, sondern oh Hunde! Habe ich da? Habe ich alles abgesucht? Dingeling, Eiswagen. Das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Oh Gott. Ach, sie sind scheu. Die schnappen, habe ich mir gedacht. Ich glaube, sie schnappen nicht. Heute nicht. Morgen schon. Keine Häuser mehr, wo ich reingehen kann. Ja, fraget und euch wird gegeben. Eine Werkbank? Sehe ich richtig. Ich sehe. Und staune. Wir haben 300 und wir haben 3... Zangen. Magazin ist, glaube ich, ein No-Brainer, oder? Kann mich auch täuschen. Reichweite ist auch
Nicht zu verachten. Schussfolge, ich weiß nicht. Pfeile. Habe ich schon lange keine mehr gefunden. Panzerbrechend. Oh ja, panzerbrechend. Bitte. Nachladetempo. Kostet nicht viel. Was ist mit der? Kostet auch nicht viel. Magazinkapazität. Ja, wenn ich keine Munition finde. Hilft mir das auch nicht weiter, ne? Sollte vielleicht einen Halfter machen. Ja, Waffenhalfter mache ich. So. So geht es doch. Genau, Joel. Du hast es erkannt. So geht das. Es ist zwar hell draußen, aber es ist trotzdem finster. Siehst du das? Jemand zu Hause? Ah, Klingen. Endlich mal wieder Klingen. Da war nur eine kleine Dose. Was tust du? Suchst du unterm Sofa? Da ist doch nichts. Einzelteile, im wahrsten Sinne des Wortes. Hör die Musik. Wah, 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 wah. Was? Ah, ein Dachboden. Oh. Notiz, Vaters Notiz. Cara mia, du bist der Mann im Haus. Solange ich nicht da bin. Pass auf deinen Bruder auf, er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Oh Gott. Öffnet niemandem außer mir die Tür, spart eure Kugeln. Wenn ihr fortgehen müsst, bewegt euch unauffällig und schnell. Setze deine Größe zu deinem Vorteil ein. Was denn? Bei den Damen in der Umgebung? Setze ich meine Größe auch immer zum Vorteil ein. Das war's aber auch schon. Komfortables Klo mit Fenster, das ist immer gut. Wenn ein Klo ein Fenster hat, ist die halbe Miete, sage ich dir. Spart man sich diese ganzen Klo-Düfte, WC-Steine, blinder Spiegel. Nichts drin. Keine Verhütungsmittel. Ich glaube, wir waren überall außer da oben. Ups. Ich will jetzt von dieses. Au! Bist du okay? Ja. Die verdammte Decke kommt runter. Pass auf! Die Decke kommt runter, aber ich komm rauf. Nein, Ellie kommt. Wirf einfach alles runter. Ob das gescheit ist? Und was gefunden? Und bitte. Ein Comic? Ein Witzebuch. Dankeschön. Ah, ein Trainingsbuch. Nahkampfwaffen. Uhu. Au! Bist mir auf die Zehen gesprungen.
Oh. So gesehen. Voll auf die Drähter gehüpft. Ah, ein Balkon. Le Balkon. Französisch. Aha. Le Tatar. L'amour. Die Lehnen alle an der Wand. Gut, gehen wir wieder. Möchte nicht wissen, was ich alles übersehen habe. Ey, ist das ein Fliegenpilz? Nein. Ich dachte, ein Riesenfliegenpilz. Bisschen ausleuchten. Das Ganze. Hinterhof. Ausleuchten. Hier ist die Hundehütte. Hier hatten sie ein Barbecue. Oh, wie idyllisch. Das ist ja Loot Town. Was? Oh, bis sie alle reinkommen. Ja, geht vor. Tequila. Das ist kein gutes Klo. Schau, kein Außenfenster. Ihr müffelt's. Was? Vorsicht. Aufpassen. Hat sonst noch jemand Hunger? Ja. Hey, Leute. Wir machen einen Punkt und Pause. Aha, okay. Wir haben Hunger. Ihr habt ja Pillen. Schmecken gut. Mit Erdbeergeschmack. Willst du Dart spielen? The Bash. Hab ich schon gesehen im Plattenladen. Wie hieß die andere Band? Hab's vergessen. Oh, ein Jäger. Hirschgeweih. Da ist auch ein erster Stock. Und noch ein Stock. Wow. Death Metal. Und Hanteln. Aha. Hier wohnt ja ganz ein Cooler. Wer war's? Eine offene Tür. Mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen und eine Horde dieser Monster ist in unser Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen und außen eine Warnung angebracht. Ja, da waren wir drin. Susan und einige Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden. Ich musste Susan aufhalten, damit sie nicht wieder dort hineinrennt, um die Leichen zu holen. Es ist zu gefährlich. Sie hat ihre Kinder verloren und ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll. Am liebsten würde ich aufgeben. Es wäre so einfach, sich dieser Welt zu ergeben. Aber ich kann es nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu gutem fähig sind. Wir können es schaffen. Ich muss stark bleiben. Für sie. Ich. Aha. Der oder die berühmte Ich. Ich weiß nicht, was für ein Geschlecht das ist. Denn ich so krass, Mann. Ellie. Hier ist ein Comic. Ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Immer ist gut. Botenteilchen. Kommen der Sache näher. Botenstoffe. Aphrodisiaka. Und auch Miaka. Hey, ein Safe war da drüben. Helican Drops hieß die Band. Stehe. No shit. Kombination erforderlich. Ich hab doch schon alles abgesucht. Wie viele Stöcke hat denn das Haus? Mann,
Ist das ein Wolkenkratzer? Oh, ist die Kombination etwa gleich hier? Na, das war aber zu leicht. Mann, macht's mir doch ein bisschen schwerer. Endlich finde ich mal wieder Pfeile. Auf die muss ich mir aber jetzt aufpassen. Die anderen Pfeile hatte ich alle wie ein Idiot verschossen. Völlig unachtsam war ich, weil ich gedacht habe, man findet sie in rauen Mengen. Au contraire! Es war zwar rau, aber es waren keine Mengen. Vielleicht sind da noch mehr drin. Ah, 50 Teile! Hoho! Holy moly! Einbahnstraße. Wir gehen. Hey, guck mal hier. Ah ja, spielt das. Hey Sam. Oh. Ah, jetzt darf er wieder nicht spielen. Ja. Okay. Okay, ich zeig's. Das sind doch Darts spielen, das ist eine gute Übung. Und? Oh. Ja. Du bist dran. Okay. Nur werfen? Ja. Ich stell mich lieber hinter sie. Wasch. Ein Naturtalent. Glück. Nein, was nicht? Eines Glück. Okay, hau jetzt ab, du Angeber. Aha, sie lassen mich nicht hingehen. Okay, ich wollte mich jetzt vor die Scheibe stellen. Fuck. Furchtbar. Okay. Unentschieden. Nein, nein, nein. Ich hab dich fertig gemacht. So haben sie das gelöst. Was meinst du mit fertig gemacht? Das ist doch unentschieden. Ja, okay. Kennt ihr überhaupt die Regeln? Ich kenn sie nämlich auch nicht. Okay. Oh! Gut, dass keiner... Ah, shit, er hat... An dem Kinder wieder Kinder sind. Er hat zugesehen. Gehen wir. Verdammt, das war peinlich. Mann. Und schaust ja auch nicht so genau. Und jetzt auf einmal. Arsch. Stehe ich da wieder Vollidiot. Nicht mal die Scheibe trifft. Scheibenkleister, kann ich nur sagen. Dafür kann ich besser meinen Schlauch verlegen hier. Jeder hat seine Talente. Katharina Talente. Ach so, wir gehen in die falsche Richtung. Das ist der Dingeling Eiswagen. Und da war ich ganz oben im Juche. Weh, jetzt kommen die Hunde. Und beißen mich. Und ich muss alles nochmal von vorne machen und alles neu looten. Ja, sieht ganz so aus. Ich kenne da wen. Meinen Bruder genau genommen. Ich kenne er da wen. Ein Firefly. Soweit ich weiß, ist er in Wyoming. Wir gehen hin, finden ihn, finden die Fireflies. Mhm. Bist du dabei? Ja, da ist aber eine Sackgasse. Ich hätte schwören können, wir müssen da weiter. Oh! Witz! Macht mich fertig. Sehr gut. Witzebuchzeit. Was ist das? Hab nur Geduld. Lass hören. Teil 3. Willst du einen Witz über ein Schwein hören? Schon gut, ist zu versaut. Verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Was sagt die grüne Traube zur roten Traube? Atme, du Idiot. Das ist dämlich. Zumindest nicht versaut. Oh, ich möchte einen versauten Witz hören. Und zwar, der nichts mit Schweinen zu tun hat. Okay. Ich hab einen Witz. Lass hören. Was ist ein Cowboy ohne Pferd? Keine Ahnung, sag's. Das ist ein Sattelschlepper. Das ist so blöd. Gefällt mir. Oh, mir gefällt, was blöd ist. Ich fand's nicht blöd. Doch ein guter Witz. Leider weiß ich nicht, wo wir hin müssen. Das könnte peinlich werden. Ja, es kann nur hier lang gehen. Oder? Oder nicht?
da runter, ne? Da waren wir noch nicht. Ah, das ist gar kein Fliegenpilz, das ist ein Rasenmäher. Ich hoffe, ihr habt alle Braindead gesehen. Da haben sie diese Rasenmäher zum Einsatz gebracht. Keine Tür für mich. Wir hatten ja da gewohnt, das Pferd. Oder der Hausdrache. Noch so weit. Oi, oi, oi. Und hier gibt's kein Zurück mehr. Ich sehe es schon. Point of no return. Oi! Ist das der Bill? Scharfschütze. Wo ist das hin? Irgendwo da hinten. Scharf und scharf. Also gut. Bleibt alle hier. Nein! Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich ablenken. Was? Ich gehe hinten rum. Ist aber nicht mein Plan. Ich versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hinten rum Ost oder hinten rum West? Vorsichtig. Soll ich jetzt schleichen oder soll ich laufen? Wo soll ich da hinten rum? Ah, da. Okay. Gut, dann gehen wir hinten rum West. Aber in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.